einer, der mit den ganz großen Rockmusikern dieser Welt zusammengespielt hat. Wie ist denn der wohl ganz persönlich? Das zeigen wir Ihnen jetzt. George Rademacher aus Koblenz hat ein riesiges Talent und eine noch größere Leidenschaft für sein Instrument, die Gitarre. Auf dem Foto sind drauf der Steve Vai und der Napoleon Murphy Brock. Beides sind Musiker, die früher bei Frank Zappa in der Band gespielt haben. Und Foto zeigt, wie weit ich gekommen bin. Weil früher gab es diese ganzen kleinen Fansigns, die man hatte, Gitarre und Bass und Gitarplayer und sowas. Man hat diese Leute bewundert, die man da gesehen hat und hat sich gewünscht, erhofft, dass man da hinkommt. Und auf einmal steht man selber backstage mit Steve Vai, schüttelt ihm die Hand, redet etwas. Und das halt als gleichberechtigter Partner, weil wir zusammen dieselben Sachen machen im Prinzip, in der Frank Zappa Band spielen und diese Musik performen. Für viele Fans ist George Rademacher heute selbst ein Idol. Seine Band Shake Your Booty gehört weltweit zu den besten und bekanntesten Zappa-Kultbands. Als Gitarrist mag George Weltklasse haben. Reich geworden ist er mit seiner Musik nicht. Für mich war das noch nie der Grund, Musik zu machen, um Geld damit zu verdienen. Natürlich muss ich Geld verdienen, aber ich habe den Vorteil, ich habe nur in Bands gespielt, deren Musik ich mochte. Ich musste noch nie großartig Tanzmusik machen, also mich sozusagen prostituieren für irgendwas anderes, sondern ich konnte immer nur das machen, wo ich Lust zu hatte. Das Gitarrespielen hat er sich als 15-Jähriger selbst beigebracht. Bald schon spielte er in einer Band. Punk, Metal, Hardrock, aber auch ruhigere Töne. Die Gitarre begleitet ihn seit 30 Jahren. Sie gibt den Takt vor in seinem Leben. Im Proberaum übt er oft viele Stunden, immer auf der Suche nach dem perfekten Ton. Ich denke für mich so, ich bin jetzt kein Träumer, kein Typ, der so vollkommen weltfremd auf dieser Erde rumläuft und nur noch sein Gitarrespielen sieht und alles andere irgendwie außer nicht mitkriegt oder so. So ist es bestimmt nicht. Aber für mich ist das ein Rückzugspunkt. Wie gesagt, es ist Ausgleich, es ist Ruhe, es ist Anforderung, es ist Stress manchmal, es ist Erfolg, es ist Misserfolg, es ist alles, was Menschsein ausmacht. Glücklich sein, traurig sein, alles ist damit drin. Das ist das, was mich so fasziniert daran. Nicht stehen bleiben, weiterkommen. Mit 35 hat George auch noch klassische Gitarre studiert. Mittlerweile unterrichtet er selbst und gibt klassische Konzerte. Für mich ist das gleichzeitig auch Rente, wenn man so will. Irgendwas, was ich später auch noch machen kann. Also, weil mir klar ist, ich möchte das den Rest von meinem Leben noch machen. Und mit der E-Gitarre wird das auch noch ziemlich lange so gehen, aber irgendwann vielleicht mit 60 nicht mehr so. Und vor allem kann man auch davon nicht mehr leben. Und die klassische Musik hat mir auch schon immer gefallen. Und das war dann der Grund, dann nochmal zu sagen, ich gehe auch nochmal in die andere Richtung und versuche mich da auch nochmal zu etablieren. Früher war das so, dass zu Hause so war, da wo ich meine Tasche hingelegt habe, wenn ich auf Tour war. Da war dann zu Hause. Das ging auch. Jetzt, wo ich älter werde, merke ich, das ändert sich etwas. In Koblenz finde ich wirklich sehr schön, am Rhein, eher in Breitstein, da wo ich wohne. Und Heimat ist dann eher, da müsste ich jetzt wieder Frank Zappa zitieren, Home is where my heart is. Nur in der Musik, da ist er nach wie vor für alles offen. Ja, auf einer einsamen Insel würde ich meine Gitarre und meine Freundin mitnehmen.